Hey zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde GTA 5. Ich bin jetzt einfach mal hingegangen und bin zu dem Haus von Michael gefahren, weil sonst eigentlich gar nicht mehr groß was da war und ich mir dachte, da waren wir ja noch nicht, also könnte es ja dort dann irgendwie weitergehen. Wir gehen einfach mal rein. Okay, den Wagen sollte ich vielleicht da reinstellen, damit er nicht verloren geht. Ein ziemlich geiler Wagen. Vorher hatten wir einen etwas fetteren. Und, oh, was ist denn da? Ich sehe schon einen gelben Punkt neben dem Haus. Da können wir direkt mal reinlaufen. Und mit ein bisschen Glück töten wir in diesem Part sogar noch ein paar Nutten. Ah. Ach. Okay. Trautesheim. Glück allein. You're such a fucking dictator. Oder auch nicht. Drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid, but if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what, least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Und so wurden wir Freunde. Ja, cool. Ich hab einen schwarzen Freund. Oh, da ruft mich der Jimmy an. Oh, hey, was willst du denn, ey? I'm going for a drink. Dad, shit. I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? Yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Boah, was hat er denn bitte für Kinder? Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Ja, cool. Ich dachte schon, das wird langweilig, wenn wir jetzt irgendwie Bier trinken gehen, aber das ist natürlich auch eine schöne Sache. Dann fahren wir da mal hin. Don't ever have kids. Hey man, look, if I had kids, I don't think no parenting is
issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Nah, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, oh, nein, oh. Where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. Nein, 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 nein. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related Oh, what the hell? Erstmal sechsfach geschleudert. Oh, das war Absicht. Ich mag's einfach. Ich stehe da voll drauf. Ich fahr gerne in Motorräder rein. Sieht cool aus, wie die Leute wegfliegen. Oh. Ups. Ah, ich glaube, das kenne ich aus dem Trailer oder so. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, cool. Das wird richtig geil. Heiße Action mit Manuel. Sag ich da nur. Alter, der ist so lebensmüde. What the fuck? Was macht er denn? Oh. Nein! Franklin, nein! Oh, das sah irgendwie... Naja, war ein cooler Tod. Also, war ein cooler Tod. So, dann... Genau, kletter. Dann kletter schon mal. Ich probiere langsam an ihn ranzukommen. Ich sollte aber nicht... Also, ich drücke jetzt nicht komplett aufs Gas. Denn er muss sich ja sowieso erstmal vorbereiten. Der Franklin. So. Ich bin noch da. Ja, toll. Jetzt hat er wieder aufgeholt. Super. Okay, einfach in der Nähe kommen. Kann ich die Fähigkeit aktivieren? Nein. Oh, nein! Franklin! Franklin ist tot. Sag mal, wie schnell stirbt der Mensch denn? So, Franklin. Go, Franklin, go! Kann er? Ja! Oh, in die Kinokamera? Hä? So kann ich doch gar nicht lenken. Ah, er lenkt von alleine. Nice. Hoffe ich zumindest. Ah ja, tut er. Ja, genau, werfen einfach mal runter. Alter, kann ich auch mal was machen? Nein! Kann ich irgendwie switchen oder schießen oder soll ich irgendwas tun? Also anscheinend muss ich ja irgendwas machen. Drücke und halte L1. Nein, fuck, ich verliere sie. Schnell, schnell, schnell. Nein, 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 Franklin. Oh, Franklin. But somewhere. So kann ich zielen. Okay, gut. Schnell. Muss ihn kriegen. Hä? Nein! Oh, so starb Franklin. Ich merke schon, ich brauche anscheinend ein paar Anläufe. Ja! Sauber, ich hab's erlebt. Franklin lebt. Oh, 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 oh. Now go find Jimmy. Dad? Wait. You're the guy from the dealership. Yeah, and it's a long story, bro. Jimmy. No, no, no. Kid, watch out. Was macht er denn? Oh, oh. Ich muss anscheinend wieder helfen. Ja, ist okay. Nein, 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 nein. Aufpassen, Alter. Sich verarschen.
Okay, okay, ich habe ihn getötet. Nice. Ich rette dich. Ich rette dich, Sohn. Ja. Haben wir es geschafft? Da kommt bestimmt noch einer, ey. Nee. Das ist nur Franklin. Ah, ja. Hä, und jetzt? Ich will mein Boot zurück. Ach so, jetzt wollen sie sich zusammenholen. Okay. Nein! Shit. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, das Boot ist verloren. Dann müssen wir zurück. Warum sollte ich denn in eine Werkstatt gehen, wenn ich mir auch einfach nochmal einen neuen Wagen klauen kann? Ich meine, das ist nicht unbedingt Michael Steele, aber ja doch eigentlich schon, er ist auch ein Gangster, aber trotzdem. Please stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died. And all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Genau, immer die Schuld der anderen. But it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds... Oops. I know it sounds dumb when you put it like that. Er setzt einfach nochmal neu an, wie geil. I love you, Jimmy. But you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing. I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Was? Er will sich... Er will sich auf der Straße abreagieren? Okay. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? No problem. Ja, geil. Bin ich jetzt hier sein Bimbo oder was? I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alright, thanks. Kann ich einfach drehen. So. Hey, so do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Aber angeschaut habe ich es mir gerne. Na toll. Sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. Did it clear my head, you know? Let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Nice. Er holt sich erstmal ein Boot, um es anzugucken. Aber es ist wahrscheinlich bei den meisten so. Was heißt bei den meisten? Bei den ganz Reichen. Die holen sich einfach nur aus Zierde ein Boot. Damit sie sagen können, dass sie ein Boot haben. Oh, das ist ein Flugzeug. Oh, da werde ich mich... Da freue ich mich jetzt schon drauf. Direkt mal in den Turm reinkrachen. Alright, take what's in my pocket, a couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Alright. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, alright? Alright, listen, thanks for today, I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Sure, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Ah ja, genau wie in den anderen Teilen kann man auch einfach hier reinfahren, sagen, macht man eine andere Lackierung drauf und schon sind die Bullen weg. Achso, da muss ich noch eben da rein. Moment, warte. Hier? Ja. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk.
Oh, ist der Wagen kaputt, ey. What do you think? Yeah, looks like the day you bought. Recondition. Sweet. Na. Ah. Schwarz. 650, Alter, oder eine Geldverschwendung. Naja. Tuning-Werkstätten für. Okay, die werden natürlich auf der Map angezeigt, aber das ist ja klar. Alter. It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Or the credit for our guy. The home invader. You know what? Call me what you like, man. Yeah, I mean. Sure. Jimmy, ain't it? Or James. Jimmy. Oh shit, nein! Or just like. Jizzle? Jizzle. No, man, I'll just stick with Jimmy. Jizzle my fizzle. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. Then someone steals my whip. And Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What did he do? Oh, God. Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my food. Nein. Oh. Was man für Kurven machen kann damit. Nein. Alter, ich liebe diesen Effekt. Der ist so geil. Nein. Naja. My dad is retired, like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like maybe we can get shit done we couldn't do separate. Oh! Das tut mir leid. Red ruhig weiter. House, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look. I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employed. Tut mir leid, dich wieder unterbrochen zu haben. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. Yo, oh. Like, since we're both sehr unemployed, toll. Like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Darts spielen. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Yeah, peace. Was los? Neuer Kontakt. Vater und Sohn. Bronze. Oh. Schneller fangen. Ja, ich war anscheinend ein bisschen zu scheiße. Aber das bessert sich. Wenn ich mich an die Steuerung gewöhnt habe, dann geht das ab. Dann geht das ab. Oh. Yo, F. Hab dich bei Live Invader eingeladen. Nimm an und wir können abhängen. Och, Jimmy, ey. Das ist so ein Verlierer. Ich mag den nicht. Ja komm, steig einfach ein. Und dann schauen wir mal eben, was sich hier anbietet. Zu Franklin nach Hause einfach? Ich meine, jetzt wird auch das M nicht mehr angezeigt. Okay. Ja gut. Da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part dann direkt. Oh, da ruft jemand an. Man, a dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. Ja, natürlich. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Und weiter? Hä? Das war jetzt einfach nur eine Drohung und Ende, oder was? Okay, sehr toll. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Wenn nicht, wenn ihr den hier bewerten könntet. Und dann, ja, werde ich wahrscheinlich einsteigen, sobald ich beim Franklin bin. Und ich sehe gerade, das M ist zurück. Das M ist zurück. Ja, diesmal ist es grün. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss.